Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's wieder, Alexos, und ich möchte euch jetzt hier heute an dieser Stelle meinen Werwolf-Bild für das L2er-Update vorstellen. Das ist auch das erste Mal, dass ich euch ein Werwolf-Bild vorstelle. Dementsprechend gibt es keine Kategorie heute, wo wir durchgehen, was sich so verändert hat. Ja, dementsprechend lasst uns direkt loslegen. Wieder eine Information vorweg, und zwar die gleiche Information wie beim Petzorg. Dieser Bild hier hat nicht den Anspruch, überall spielbar zu sein. Dieser Bild hier hat nicht den Anspruch, immer den höchsten Schaden zu machen. Es ist mehr so ein Fun-Bild. Und das ist jetzt kein Scherz, dieser Bild hier ist zu empfehlen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Probleme habt mit schnell reagieren, Reflexe oder sowas. Oder wenn ihr ein Problem habt allgemein mit Rotations, also einfach ein Problem habt und nicht so wirklich versteht oder nicht so wirklich das mit diesen Fertigkeiten hinbekommt, die in der richtigen Reihenfolge zu aktivieren und dann noch Leitetext dazwischen zu machen, bla bla bla. Für die Leute ist dieser Bild hier, es gibt hier ein paar Geheimtipps auch in diesem Bild. Dazu komme ich dann aber später. Also, das sind die Sachen, die ich euch erstmal mit auf den Weg geben möchte, die ich hier sehr, sehr wichtig finde. Und dann lasst uns auch gleich zur Klassen- und Rassenwahl kommen. Und diesmal kann ich wirklich Klassen- und Rassenwahl sagen, denn ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, die durchaus valide sind, die ihr durchaus, wo ihr durchaus was zum Wählen habt. Denn ich würde euch an erster Stelle, wenn ihr den Werwolf spielen wollt, den Zauberer empfehlen. Der Zauberer bringt einige Passiver mit sich, wodurch die Ulti Kosten um einiges reduziert werden, und ihr bringt noch passiven erhöhten Schaden mit beim Sorg, unglaublich geil. Dementsprechend würde ich das empfehlen. Der Sorg ist schon messbar stärker als Klasse für den Werwolf. Aber es gibt auch andere gute Möglichkeiten. Templer zum Beispiel, 6% mehr Waffenschaden. Generell könnt ihr alles spielen. Ihr könnt auch einen Warden spielen, einen Dekar, einen Necro, eine Nachtklinge. Ist erstmal völlig egal, aber ich würde sagen, Zauberer ist ein kleines Stück messbar besser. Und einen Templer auch noch ein kleines Stückchen, nicht so groß wie der Zauberer, aber auch noch ein kleines Stückchen besser. Und die anderen Klassen finden sich alle auf so einem gleichen Niveau. Das ist aber kein großer Unterschied, also das kann man ausrechnen. Man kann es auch gerade so messen, aber der Unterschied fällt so klein aus, dass man es schon fast als als Peak bezeichnen könnte, sage ich jetzt mal. Ja, also ist auf jeden Fall relativ schwer nachweisbar, aber der Sorg ist auf jeden Fall etwas stärker. So, als Rassenwahl würde ich euch auf jeden Fall, so wie bei den anderen Stamina-Klassen, den Ork empfehlen. Ork ist um einiges stärker, auch auf jeden Fall messbar. Ansonsten Khajiit, Dunkelelf sind ungefähr auf dem gleichen Niveau, mit einem ganz kleinen Abstand. Den Dunkelelf würde ich eher nicht empfehlen, weil er fast keine Bonis auf Leben hat, wobei das beim Werwolf nicht so ein großes Problem ist, weil er schon generell viel Leben hat. Das heißt also, auch der ist durchaus eine Möglichkeit. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Rotverdrohnen, einen Waldelfen, einen Kaiserlichen spielen. Ist alles euch überlassen, aber die drei Rassen würde ich euch als erstes empfehlen, die anderen würde ich eher an die hintere Stelle stellen. Was ich aber nicht an die hintere Stelle stellen würde, ist eventuell diesem Kanal hier ein Abo dazulassen, falls euch der Content gefällt. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf die Glocke klicken, denn dann werdet ihr informiert, sobald es neuen Content zur ESE gibt. Des Weiteren habt ihr natürlich die Möglichkeit, neuerdings hier Kanalmitglied zu werden und mich finanziell zu unterstützen, zum Beispiel damit ich mir eine schönere Einblendung wieder rechts leisten kann. Wenn ihr schon unten im Bereich unterwegs seid, würde ich mich sehr über deine Bewertung freuen, und vielleicht schaut ihr auch gleich noch für Feedback in der Kommentarsektion vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Aber ich glaube, ihr würdet euch auch freuen, wenn ich jetzt weitermache mit dem Werwolf. Dementsprechend lasst uns zurück zum Thema kommen, und zwar kommen wir zu den Skills. Ich spiele Zauberer, deswegen, ich gehe jetzt erstmal auf die Fertigkeiten ein, die ich hier ausgerüstet habe, die ihr überall spielen könnt. Wir haben die Ballista, das hier ist jetzt quasi unsere Non-Werwolf-Form, die ist überall ein bisschen unterschiedlich, wobei ihr das fast identisch spielen könnt. Das heißt also, auf jeder Rasse, auf jeder Klasse, egal was ihr spielt, Ballista auf der hinteren Leiste, endlose Hagel, geschärfte Krähenfüße aus dem PvP, nachladende Falle aus der Kriegergilde, Giftinjektion, irgendeine Heilung. Ich habe hier dunkles Abkommen, ihr könnt Templerheilung mit dabei haben, ihr könnt meinetwegen, was weiß ich, hier den Netsch mit dabei haben vom Warden, ihr könntet hier Elan reinlegen, Elan kann auch jeder spielen, nimmt mit, was ihr wollt. Werwolf, Rudelführer-Version auf der Fort Frontbar. Dann haben wir hier Blutbahn, könntet auch Trennschnitte nehmen, macht keinen großen Unterschied. Wirbelnde Klingen, unsere AOE-Fläche, falls wir die benutzen wollen, schnelle Stöße, unsere Spammable, wenn wir nicht in der Nicht-Werwolf-Form sind. Ansonsten haben wir hier gebundene Wehr und Orkan. Da könnt ihr mitnehmen, was ihr wollt, wenn ihr kein Zauberer seid. Ich würde euch zum Beispiel auf den Warden empfehlen, diesen Flügelschlag mitzunehmen, der euren Schaden um 8% erhöht overall. Der ist sehr, sehr gut, wenn ihr den ausgerüstet habt. Ihr könnt hier auch einfach zwei Kriegergilden-Fertigkeiten reintun. Das nimmt sich nichts. Dann habt ihr 2x3% mehr Waffenschaden. Auch das ist durchaus eine valide Wahl. Die ist Skills hier benutze ich sowieso meistens fast nie. Das heißt also, da könnt ihr aber, wenn ihr eine andere Klasse spielt, auch reintun, was ihr wollt. Sind sogenannte Flexspots.
kommen wir zu den Skills des Werwolfs und da haben wir keine Wahl, denn wir können die hier jetzt nicht rausnehmen und da andere Sachen reintun oder sowas, sondern es bleibt immer bei dieser Wahl, die wir hier haben. Nun, wir haben hier theoretisch 4 Skills, die wir fast nie benutzen, deswegen gehe ich jetzt auf die Skills ein, die man mal benutzen kann, die anderen lasse ich einfach weg. Wir haben einmal hier das taubmachende Gebrüll, oder taubmachendes Brüllen, das könnt ihr in einigen Situationen einsetzen, wo ihr keinen Tank dabei habt, weil ihr hier die größere Durchdringung mit dabei habt, was ganz cool ist. Ansonsten haben wir hier das Heulen der Verzweiflung, das ist eine Synergie, die können eure Mitspieler aktivieren, ist ziemlich, ziemlich cool für eure Mitspieler und euch selbst natürlich auch. An der Stelle hier. Und es ist auch super cool, weil die Tanks können zum Beispiel hier durch eine weitere Synergie nutzen und können eine bessere Alkosh-Uptime hervorrufen. Ansonsten der einzige Skill, den er wirklich sinnvoll ist und den wir im Kampf benutzen, sind die infektiösen Krallen. Und das ist kein Witz, das ist wirklich der einzige Skill, den wir circa alle 10 Sekunden benutzen. Anderen Skill benutzen wir hier tatsächlich auf dem Werwolf-Bild nicht. Ich gehe gleich auf ein, wieso. Dann haben wir, wie gesagt, den Rudelführer. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu, das ist unsere Werwolf-Version, die wir hier spielen an dieser Stelle. Jetzt gehe ich noch auf ein paar Passiven ein und wie es möglich ist, während des Kampfes so lange wie ihr wollt in der Werwolf-Form zu bleiben. Auf Verschlingen gehe ich nicht weiter ein. Wir haben Verfolgen. Einmal erhöht euer Lauftempo um 30%, erhöht eure Ausdauer, die ihr wiederherstellt mit schweren Angriffen um 50%. Während ihr in der Wolfsgestalt seid und Schaden verursacht, könnt ihr eure Wolfsverwandlung 4 Sekunden lang verlängern. Das kann einmal alle 5 Sekunden auftreten. Das heißt also, ihr könnt eure Werwolf-Uptime fast unendlich verlängern. Also damit ist, wie gesagt, fast unendlich gemeint, denn ihr seht hier, 5 Sekunden, alle 5 Sekunden kann das sich nur aktivieren, 4 Sekunden verlängert die Zeit, sagen wir mal, weil gerade kein Schadenstick da ist oder so, es werden aus irgendeinem Grund 6 Sekunden draus, also eine 100% Uptime schafft ihr nicht, aber ihr könnt, keine Ahnung, 10, 20 Minuten in der Werwolf-Gestalt bleiben, ist gar kein Problem und länger dauert in der Regel auch kein Kampf. Dann haben wir Blutmond, das ist auch eine Sache, auf die ich nicht weiter eingehe. Dann haben wir wilde Stärke, erhöht euren Waffenschaden um 18%, erhöht eure physische und magische Resistenz um 10.000. Während ihr in der Werwolf-Gestalt seid, reduziert die Kosten dafür, in eurer Werwolf-Verwandlung zu bleiben, für jeden Werwolf in eurer Gruppe und euch selbst um 20% bis zu einem Maximalwert von 80%. Also auch dadurch könnt ihr nochmal, wenn andere Werwölfe mit dabei sind, die ganze Sache nutzen. Und könnt länger in der Werwolf-Verwandlung bleiben. Aber allein schon durch diese Passive hier ist es gegeben, dass ihr fast, also jeden Bosskampf auf jeden Fall in der Werwolf-Gestalt bleiben könnt, ohne euch da großartig Sorgen machen zu müssen. Jetzt ist aber, wie gesagt, das Ganze eine Ausnahme, denn ich habe fast gesagt. Darauf gehe ich jetzt genau ein. Der Werwolf ist nicht für jeden Content geeignet. Vor allem Content, wo keine Gegner für eine gewisse Zeit da sind oder kein Schaden gemacht werden kann für eine gewisse Zeit. Ich denke da vor allem an Sunspire zum Beispiel. Sunspire, man muss sehr viel rumlaufen, der Drache fliegt los und so weiter und so fort. Da könnt ihr den Werwolf eigentlich fast schon vergessen. Raids, wo ihr den sehr gut spielen könnt, zum Beispiel, wäre in Anstalt Sanktorium, wo ihr fast die ganze Zeit Schaden machen könnt. Kiten geht mit dem Werwolf auch und das hält die, also auch wenn das Kiten euch 3-4 Sekunden nimmt, solltet ihr in der Regel den Kampf trotzdem schaffen, wenn der Kampf so 16 bis 18 Minuten lang ist, sage ich mal, dann geht das durchaus klar. Ansonsten gibt es, wie gesagt, einige andere Raids, generell alle Content-Geschichten, wo ihr eine gewisse Zeit lang keinen Schaden machen könnt, sind für euch ein Handicap, denn dann verwandelt ihr euch zurück in eure von euch schwächere Version, wo ihr dann auch eine Rotation spielen müsst. Dementsprechend ist der Werwolf hauptsächlich, zum Beispiel zum Questen ist der super cool. Marsch der Arena kann man den durchaus gut spielen, aber dann muss man halt eben zwischen den Instanzen immer ein bisschen aufladen. Dann, wie gesagt, viele Raids, die alten Raids zum Beispiel, was haben wir da? Keine Ahnung, ETs Archiv, kannst du den überall spielen. Das macht keinen, könnt ihr den überspielen, das macht eigentlich keinen Unterschied. Dementsprechend in den alten Raids ja, in den neuen Raids müsst ihr viel laufen, gibt es eine Mechanik, wo ihr keinen Charme machen könnt, da eher nicht so. Gut, das sind auf jeden Fall die Sachen zu den Skills, dementsprechend lasst uns zum Setup kommen, das ist nämlich, wie ich finde, zumindest ziemlich interessant. Ich zeige euch da auch zwei Möglichkeiten, auch wieder hier ein Setup, was ihr spielen könnt, wenn ihr mit Prüfungssets unterwegs seid und ein Setup, was ihr spielen könnt, wenn ihr ohne Prüfungssets unterwegs seid. Darauf werde ich heute ein bisschen eingehen. Nun, also, an sich super entspannt. Wir spielen hier einen Mahlstrombogen in Erfüllt mit einer Waffenkraftglyphe drauf. Ich denke, das ist auch so ein Standardding. Da muss man eigentlich auch nicht viel weiter zu sagen. Ansonsten, ich gehe noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, die Attribute durch. Wir haben 64 Punkte in Ausdauer. Wir haben einen Monostein, der sich der Schatten nennt. Der, wenn wir alles in göttlich tragen, unseren kritischen Schaden um 19% erhöht.
Dann als Rüstungsart trage ich 7 Teile in Mittel, denn 7 Teile Mittel erhöht unsere kritische Wahrscheinlichkeit, was auch wieder den Schatten pusht. Und als Glyphen haben wir überall Ausdauerglyphen drauf, komplett ohne Ausnahme. Des Weiteren haben wir die gesamte Rüstung und göttlich, wie gesagt, um den Schatten zu pushen. Unsere Schmuckteile, da würde ich euch, wenn ihr einen Damage-Test machen wollt mit dem Werwolf nur, dann würde ich euch dreimal blutdurstig empfehlen. Dreimal blutdurstig würde auf jeden Fall den meisten Schaden machen. Wenn ihr aber wisst, dass ihr zum Beispiel in einer Raid-Gruppe seid, die Karkstein-Dungeons läuft, wo ihr den Werwolf gut spielen könnt, und ihr wisst, dass die Kämpfe ein bisschen länger dauern, dann nehmt lieber zweimal erfüllt mit, ist overall die etwas stärkere Variante, sage ich euch aus Erfahrung. Ich finde erfüllt um einiges stärker als dreimal blutdurstig. Zumindest dann, wenn die Kämpfe wirklich mal länger dauern. Dann haben wir hier eine nirngeschliffene Haupthand, ganz wichtig, das muss auf der Haupthand sein, eine geschärfte Offhand. Und wir haben hier keine Glyphen drauf, sondern wir spielen mit einem doppelten Gift des Lebensentzugs, beziehungsweise der Lebensschändung. Das stellt ihr her aus, lasst mich lügen, Moment, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Nachtschatten, Fleischfliegen und Benediktkraut, das sind die Sachen, die ihr braucht, um dieses Gift spielen zu können. Ich habe jetzt hier die Kronenversion, macht aber den gleichen Schaden. Wie gesagt, auf der Backpack dann einen erfüllten Bogen mit einer Waffenkraftglyphe, ganz doll wichtig. So, Sets, wie gesagt, der Marschstrombogen ist eigentlich nur dann wichtig, wenn wir in unserer Nicht-Werwolf-Form sind. Dann haben wir auf der Frontbar das hier wichtigste Set. Bitte tragt auch kein Locustus mit diesem Bild. Locustus ist definitiv schwächer als Blutmond. Was tut Blutmond? Es gibt uns kritische Waffentreffer, Waffenschaden. Und wenn ihr mit einer leichten Nahkampfattacke kritischen Schaden verursacht, wird euch 8 Sekunden lang eine Kumulation Blutgeruch gewährt. Sobald ihr 5 Kumulationen eingesammelt habt, seid ihr 5 Sekunden lang erzürnt, wodurch der Schaden eurer leichten Nahkampfangriffe um 30% sowie euer Angriffstempo um 50% erhöht wird. Dieser Effekt kann einmal alle 18 Sekunden eintreten. Klingt zwar erstmal nicht so gut, weil es eine hohe Downtime hat, aber glaubt mir, dieses Set ist auf dem Werwolf absolut OP, um einiges stärker als Locustus. Wir tragen das als Waffen, weil wir ja nur auf der Frontbar als Werwolf unterwegs sind und ich habe es jetzt hier als Schmuck, ja. Ansonsten tragen wir als zweites Set Reliquien oder perfektes Reliquien. Ihr seht, ich habe hier das nicht perfekte. Ist erstmal egal. Kritische Waffentreffer, 5% mehr Schaden. Kritische Waffentreffer, wenn ihr das perfekte habt, dann habt ihr hier noch erhöhte Ausdauer. Oder müsste das, oder war das erhöhte? Doch, erhöhte Ausdauer müsste das sein, genau. Locustus ist erhöhte kritische Trefferchance. Dementsprechend, wie gesagt, spielt kein Locustus. Erhöhte Ausdauer haben wir hier. Und als 5er-Bonus, wenn ihr einen leichten und schweren Angriff verursacht, könnt ihr mit Winden erzeugen, die 5 Sekunden lang, jede Sekunde lang 267 Waffenschaden bzw. Schaden zufügen. Nicht Waffenschaden, generell Schaden. Das Ganze kann insgesamt 20 Mal auf den Gegner stacken. Also ziemlich, ziemlich mächtig, mit Abstand das stärkste Stamina-Set. Auch hier weiterhin bleibt das so wie bei den anderen Stamina-Builds. Und dann haben wir hier eine kleine Besonderheit, die für den Werwolf sehr interessant ist, und zwar Molakena. Gibt euch Waffenkraft und wenn ihr 2 aufeinanderfolgende leichte Angriffe macht, dann erhaltet ihr 6 Sekunden lange Kampfesmut, ein einzigartiger Buff, den es nur durch Molakena gibt, der euren Magie- und Waffenkraft um 516 erhöht, jedoch eure Fertigkeitskosten um 20% erhöht. Ist als Werwolf egal, wir machen nur Light Attacks, 1 Skill, können wir uns leisten. Dementsprechend spielen wir Molakena. Wenn ihr merkt, dass ihr Schwierigkeiten habt, in der Werwolf-Gestalt zu bleiben, dann würde ich euch empfehlen, auf ein anderes Set zu wechseln, was nicht viel weniger Schaden macht, und zwar Selene. Selene ist inzwischen nicht mehr so stark, aber auf den Werwolf ist es immer noch super, super krass, weil ihr die ganze Zeit Light Attacks raushaut und mehr als jede Sekunde auf jeden Fall richtig viel Light Attacks und direkten Schaden verursacht. Nahkampfschaden auch an dieser Stelle dementsprechend. Spielt ruhig Selene, wenn ihr merkt, ihr habt Schwierigkeiten in der Werwolf-Version zu bleiben oder wenn ihr merkt, dass ihr einfach Sustain-Probleme habt, sobald ihr euch in der anderen Version befindet. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, hier steht, wenn ihr 2 aufeinanderfolgende leichte Angriffe macht, dann passiert das und das. Das passiert euch in der Regel nicht. Ja, das heißt also, in der Regel, wenn ihr in der normalen Version seid, dann macht ihr keine 2 aufeinanderfolgenden leichten Angriffe. Außer ihr habt aus Versehen den Fehler gemacht. Ja, das ist also auch eine Sache, die ist super easy zu kontrollieren. Dementsprechend spielt Selene, wenn ihr merkt, ihr könnt das nicht kontrollieren. Und wenn es gut läuft, dann spielt ihr Molakena. Ganz einfache Sache. Was würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht an Raid-Sets rankommt? Nun, dann würde ich einfach Selene spielen als Monster-Set. Als 5er-Set anstatt von Reliquien würde ich Dornenherz empfehlen. Dornenherz, super, super starkes, super, super gutes Set. Und ansonsten Blutmond auch nicht zu verachten. Ihr könntet auch
überlegen, ob ihr, also Blutmond ist das Standard-Set, was ich hier eh schon trage, ist aus einem Vierer-Dungeon. Wenn ihr merkt, dass das nicht so euer Ding ist, weil Blutmond zum Beispiel auch aus dem DLC-Dungeon ist, der nicht so einfach ist, ich würde euch empfehlen, farmt die Sachen einfach auf normal. Wenn ihr da trotzdem nicht rankommt, warum auch immer, dann tauscht Blutmond einfach gegen Verwüster aus. Verwüster auch ein super starkes Set, auf dem Werwolf zumindest. Auf allen anderen Klassen nicht mehr so, aber auf dem Werwolf ist es weiterhin super stark. Also einfach Verwüster über Schmuck und über Waffen tragen. Ist eine ganz einfache Variante. Was macht ihr, wenn ihr keinen Marschenbogen habt? Tragt einfach von dem Fünfer-Set, was ihr spielt, über die Waffen, das gleiche nochmal als Bogen. Ja? Das heißt also, wenn ihr jetzt hier also Blutmond spielt, versucht an den Blutmondbogen ranzukommen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr, auch wenn ihr vielleicht keine DLC-Dungeons habt oder so, kauft euch eventuell das jeweilige DLC, was passend ist, um Blutmond zu erfahren. Ist wirklich super, super stark und wie ich finde, hier ziemlich, ziemlich wichtig. Kommen wir als nächstes zu den Champion Points und die sind hier tatsächlich erstmal relativ Standard, bis auf ein paar Einzelheiten. Wir haben hier einmal 72 unangreifbar. Das hier sind meine Allrounder-CPs. Guckt bitte in die Videobeschreibung, denn dort findet ihr den schriftlichen Link zu einem, also den Bildlink zu einem schriftlichen Bild und dort könnt ihr euch passend zu jedem Raid meine CP-Verteilungen anschauen, die ich empfehle. Super wichtig, wenn ihr Raids lauft, dass ihr eure CPs, eure roten zumindest, anpasst auf den jeweiligen Content. Wenn ihr in Vierer-Dungeons unterwegs seid, in Karkstein-Raids ist das nicht so wichtig, da könnt ihr die Allrounder-Verteilung hier spielen oder auch beim Christen. 72 Punkte in unangreifbar, 51 in dickhäutig, 64 in die Schadensmitigations-Punkte, schnelle Erholung haben wir 19 drin, dann haben wir, jetzt kommen ein paar Besonderheiten. Wir spielen fast nicht mit Ausdauerregeneration, dementsprechend haben wir 0 Punkte in Mondkalb. Ich weiß, das sieht unglaublich komisch aus für ein Stamina. Wir haben 59 in Tenazität, 31 in Kriegsherr, 21 in Fokus zerschlagen, 37 in Sprinter, 81 in Gelenkigkeit, 51 in schattenhafter Schutz. Wir brauchen einfach die Punkte hier nicht in Mondkalb, dementsprechend verteilt die woanders hin. Ihr braucht sie wirklich nicht. Dann haben wir hier 44 in physischer Waffenexperte, weil es unsere leichten Attacken bufft. Dann haben wir hier des Weiteren für direkten Schaden Waffenmeister 37 Punkte drin. Wir machen fast keinen Schaden über Zeit, dementsprechend 20 Punkte in Thaumaturg. Präzise Schläge 56. Durchdringung 57, ihr könnt auch hier ein bisschen höher gehen, ihr könnt auch Punkte aus Thaumaturg hier noch rausnehmen, hier auf bis zu 64 gehen oder höher und dann haben wir hier noch 56 Punkte in kräftig. So sieht's aus, das sind zumindest die CPs, die ich euch empfehlen würde. Was würde ich euch für einen Buffhut empfehlen und das ist auch wieder eine Besonderheit bei dem DD hier, ich würde euch tatsächlich empfehlen, mit den ganz normalen maximalen Leben, maximalen Marker Buffhut zu spielen, denn ihr braucht hier auf diesem Bild keine Regeneration, wirklich null. Ihr profitiert nicht von Regeneration großartig. Dementsprechend lasst es gleich bleiben. Nehmt lieber ein bisschen mehr Leben mit, ein bisschen mehr Ausdauer, ist für den Werwolf letztendlich praktischer. Als Tränke spielen wir hier die Waffenkrafttränke, so wie bei jedem Stamina DD. 20% mehr Waffenschaden. Des Weiteren erhöht es unsere Crit-Wahrscheinlichkeit und wir kriegen Ausdauer wieder, was allerdings nicht so wichtig ist. Gut, die Gifte der Lebensschändung habe ich bereits abgehandelt. Dementsprechend lasst uns zur Rotation kommen. Und ja, dazu müssen wir erstmal ganz kurz ein bisschen unsere Ulti aufladen. Das heißt also, ich gehe hier einfach ran und erzähle schon mal währenddessen, so sieht übrigens der Proc von Volakena aus. Ich erzähle einfach schon mal nebenbei so ein bisschen, was die Besonderheiten sind, was ich euch empfehlen würde. Testet mal an eurer Maus, ob ihr auf eurer Maus das Mausrad frei drehen könnt. Also, hört sich das Mausrad bei euch so hier an wie bei mir? Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört das. Das heißt dann, dass das Mausrad blockiert. Ja, das heißt also, es ist eine Funktion da oder ein Gegendruck, der dafür sorgt, dass die Geschwindigkeit, in der sich das Mausrad bewegt, abnimmt. Aber zum Beispiel bei einigen Mäusen ist das Mausrad lose. Das heißt also, ihr könnt das einfach die ganze Zeit drehen. Ihr könnt dem Mausrad also ein bisschen Anschwung geben und dann könnt ihr es die ganze Zeit frei drehen lassen. Bei meiner Maus kann ich das auch, da habe ich eine extra Taste dafür. Wenn ich die Taste eindrücke, dann kann ich das Mausrad einfach die ganze Zeit drehen. Und das ist der Tipp. Und zwar, wenn ihr jetzt bei euch in die Steuerung geht und auf Angriffe geht, dann würde ich euch empfehlen, geht mal bei zweiter Belegung rauf und macht mal Mausrad nach unten oder nach oben, wie ihr wollt. Dann könnt ihr nicht mehr rein oder rauszoomen. Also überlegt euch, was ihr benutzen wollt. Dann müsst ihr mit V reingehen und ich zoome dann quasi hier zum Beispiel raus mit den Tasten, ja. Und wenn ihr das gemacht habt, dann rollt mal euer Mausrad in die Richtung, in der ihr das eingestellt habt. Weil ich kann jetzt einfach Folgendes machen. Ich lasse einfach mein Mausrad rollen. Ist das schon Cheaten? Das sind keine Makros. Das ist einfach meine Maus, die ich benutze. Das ist kein Cheaten. Ich benutze einfach die Hardware-Limitation von meiner Maus.
Super easy, ich muss nichts machen. Ich kann nebenbei Kaffee trinken. Und wie geht's euch so? Also super easy, irgendwann hält das Mausrad natürlich auch auf. Mein Mausrad dreht sich so in der Regel vielleicht 30 Sekunden oder so. Das heißt also, man kann euch auch nicht bannen, weil ihr irgendwie einen Stein auf eure Tastatur gelegt habt und ihr irgendwo gegen eine Wand läuft und der die ganze Zeit irgendwelche Sachen macht. Also man kann euch nicht bannen, weil ihr irgendwie die automatische Auslog-Beschränkung umgangen seid oder sowas. Macht euch da also keine Sorgen, denn ihr müsst ja aktiv was machen. Ihr müsst das Mausrad zum Rollen bringen. Das klingt einfach unglaublich bescheuert, ist es auch, aber das müsst ihr halt machen. So, also das wäre mein Tipp für euch, denn was ihr jetzt machen könnt, und das gehe ich jetzt mit euch durch, wenn ihr euch in den Werwolf verwandelt, super easy, die Rotation, ihr drückt einfach die Taste vom Werwolf und rollt euer Mausrad. Mehr macht ihr nicht. Das war's. Lasst einfach das Mausrad rollen. Das ist eure Rotation. Und alle 10 Sekunden drückt ihr die 5. Trinkt eure Tränke, rollt euer Mausrad, alle 5 Sekunden einmal die 5 klicken. Alle 10 Sekunden einmal die 5 klicken. Super, super easy. Das war alles. Damit könnt ihr über 90, theoretisch über 90k Damage machen. Ist also wirklich super, super easy. Kann wirklich jeder spielen. Ist kein Witz. Wenn ihr keine Maus habt, die so ein rollendes Mausrad hat wie ich, dann entweder ihr besorgt euch eine oder ihr macht einfach, ihr zerstört einfach eure linke Maustaste, indem ihr da die ganze Zeit drauf spammt. Das geht auch. Das war jetzt gerade übrigens Blutmond, was dafür gesorgt hat, dass ich so unglaublich schnell angegriffen habe. Ich zeige das hier mal noch ein bisschen weiter. Ja, ihr seht immer, wenn ich Schaden verursache unten links, dann bleibe ich länger in der Verwandlung drin. Ne, ihr seht das, wie sich meine Verwandlungsdauer, wie ich da drin bleibe, immer wieder verlängert. Ist wie gesagt super easy. Das hier ist jetzt wieder Blut, das ist wieder das Blutmond-Set, was dafür sorgt, dass ich so schnell angreife. Das hier bufft meinen Waffenschaden. Ne? Ihr seht jetzt, ich hab hier jetzt gerade eine ganze Menge Waffenschaden. 5300 noch was, also echt eine Menge. Jetzt könnt ihr hier ganz entspannt Schaden machen. Wie gesagt, benutzt eigentlich nur die 5, das ist das Wichtigste. Hier ist wieder das Blutmond-Set, was mich gebufft hat. Mehr mache ich nicht. Ich rolle einfach mit dem Mausrad und drücke die 5. Das wäre die Rotation, die ich euch vorschlagen würde, wenn ihr gerne den Werwolf spielen wollt. Jetzt gehe ich noch ganz kurz auf die Rotation ein, die ihr spielt, wenn ihr nicht in der Werwolf-Form seid, deswegen lassen wir das ganz kurz abklingen. Die Rotation ist nicht so unglaublich wichtig. Ihr könnt auch einfach in der anderen Version die ganze Zeit Leitertext spammen, bis ihr euch in den Werwolf verwandeln könnt. Das geht theoretisch auch. Also ihr könnt auch einfach die ganze Zeit auf einer Leiste bleiben und so lange spammen, bis ihr euch verwandeln könnt. Das ist eine Möglichkeit, wenn ihr wirklich gar keine Rotation spielen wollt. Ich zeige euch jetzt ganz kurz die Sorg-Rotation, die ich hier spiele. Ich habe hier auch keine Psychic-Skills, blablabla, ich weiß, die werden stärker, aber darum wollte ich mich beim Werwolf einfach nicht kümmern, bin ich ganz ehrlich. Also, die Rotation, die ich euch empfehlen würde, ist super, super easy, auch auf dem Sorg, finde ich. Generell Staminas Rotations sind echt einfach. Ihr schluckt einfach am Anfang des Kampfes euren Trank, legt eure Falle, macht eine Heavy Attack, Trennschnitte, Waffenwechsel, Light Attack, Pfeilhagel, Light Attack, Tränenfüße, Light Attack, Giftinjektion in den Waffenwechsel rein. Light Attack, Trennschnitte. Light Attack, schnelle Stöße 1. Light Attack, schnelle Stöße 2. Light Attack, schnelle Stöße 3. Light Attack, wieder von vorn. Pfeilhagel, Light Attack, Dings. Light Attack, immer eine Light Attack dazwischen einbauen, ganz wichtig. 1, 2, 3. Waffenwechsel und wieder von vorne. Und so die ganze Zeit. Denkt daran, eure Falle ab und zu mal zu legen. Und so spielt ihr das die ganze Zeit. Wenn ihr leer seid, was in der Nicht-Werwolf-Version oft passieren wird, dann meine Empfehlung, einfach Heavy Attacks zwischen den schnellen Stößen einbaut. Das heißt also, wenn ihr merkt, oh Gott, ich gehe leer, dann macht ihr einfach Folgendes. Entweder ihr trinkt einen Trank oder ganz einfach, ihr baut einfach vorne Heavy Attacks ein. Das heißt also, wenn ihr die Rotation wieder von vorne anfangt, Light Attack auf der Frontbar ganz normal machen, hier den Pfeiler gesetzt, Light Attack dazwischen Krähenfüße, Light Attack Falle, Light Attack hier eure Giftinjektion. Wenn ihr eure Ulti bereit habt, macht ihr die Ulti in den Waffenwechsel rein. Light Attack, eure Trennschnitte bzw. Blutwahn. Und dann Heavy Attack. Nochmal eine Heavy Attack. Und wieder von vorn. Na, passt genau abgestimmt auf die Zeit. Könnt ihr wieder von vorne anfangen. Super easy. Ja, so könnt ihr auch sustain. Macht auch so einigermaßen Schaden. Und dann, sobald ihr wieder bereit seid, aktiviert ihr euren Werwolf. Und dann geht die Party ab.
Ihr wollt natürlich die Ballista im Normalfall nicht benutzen. Was ihr machen könnt, wäre zum Beispiel, um ein bisschen mehr Schaden machen, weil die Ballista wollt ihr eigentlich nicht benutzen. Ihr könnt die Ballista hinten austauschen gegen die Kriegergilden-Ulti in der anderen Version, die passiv 8% euren Waffenschaden erhöht. Könntet ihr machen, einfach um sie ausgerüstet zu haben, einfach um hinten mehr Waffenschaden zu haben. Durchaus eine Möglichkeit, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Aber an sich, das war's. Das war mein Werwolf-Bild. So funktioniert er. Es ist wirklich super easy. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Solange ihr nicht vom PC weggeht und nicht irgendwie eine Schnellfeuertaste benutzt, gilt das nicht als Makro. Das heißt also, ihr rollt einfach euer Mausrad und das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lexos. Haut rein.